Ein Bagger hat am Dienstagnachmittag gegen 16:05 Uhr auf Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier während der Fahrt offenbar weit mehr als 50 Liter Hydrauliköl verloren. Die Feuerwehr legte Ölsperren aus, um die Mosel vor weiteren Verschmutzungen zu bewahren. Laut ersten Informationen ist das Öl auf Höhe der Überführung der Luxemburger Straße über im Speyer in einen Abwasserschacht geflossen. Vor Ort war der Gefahrstoffzug und ein Umweltschutzfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Die Polizei hat die Unfallstelle gesichert. Eine Spur Richtung Luxemburg ist gesperrt. Die Feuerwehr spricht von mehr als 50 Liter Öl, die aus dem Bagger ausgelaufen sein sollen. Um die angrenzende Mosel zu schützen, hat die Feuerwehr Ölsperren auslegen lassen. Die Arbeiten dauerten bis in den späten Abend hinein.